2017 erschien der Film The Greatest Showman. Mit musikalischer Untermalung wird die Geschichte des Phineas Taylor Barnum erzählt, welcher sich als armer Schneiderssohn zum größten aller Showmen hocharbeitet. Er heuert Menschen vom Rande der Gesellschaft an, um sie in seinem American Museum der Gesellschaft zu präsentieren. Er gibt ihnen einen Wert, den Mut und das Selbstvertrauen, ihre Stimmen zu erheben, ins Licht zu treten, für sich selbst einzustehen. Eine Hymne an die Menschlichkeit und die Gleichberechtigung abseits jeglicher Diskriminierung durch Andersartigkeit, möchte man meinen. Barnum wird als toleranter, guter Mensch porträtiert. Aber war er das auch in Wirklichkeit? Welches Gesicht verbirgt sich hinter der von Hugh Jackman gespielten Rolle? Wer war Phineas Taylor Barnum wirklich? Phineas Taylor Barnum wurde im Juli 1810 geboren und wuchs unter ärmlichen Bedingungen auf. Bereits in jungen Jahren führte er einen kleinen Laden in seiner Heimatstadt Bethel. 1834 zog er dann mit seiner Familie nach New York und dort fing es erst richtig an. Nachdem er keine Anstellung fand, wagte er den ersten Schritt ins Schaustellergewerbe. Er kaufte von einem pleitegegangenen Schausteller eine alte, blinde, afroamerikanische Sklave namens Joyce Heth. Kurzerhand änderte er ihr Alter von knapp 80 Jahren auf 161 und preiste sie nun als älteste Frau der Welt an. Und nicht nur das, zusätzlich gab er ihr noch die Rolle des damaligen Kindermädchens von George Washington. Sie musste nun für Barnum Gospel singen und die ankommenden Menschenmengen mit Anekdoten mit den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten unterhalten. Teils wird sogar gemunkelt, dass Barnum ihr unter Einfluss von Alkohol ihre Zähne gezogen haben soll, nur damit sie ein wenig älter aussah. Durch die Darstellung von Heth bekam Barnum nun schon mal einen gewissen Bekanntheitsgrad. Doch nun begann er so richtig Kuriositäten zu suchen. Und dabei wurde es mit der Wahrheit manchmal nicht ganz so ernst genommen. Paradebeispiel dafür ist die sogenannte Fidschi-Meerjungfrau. Er selbst sagte darüber in einer Autobiografie, ein hässliches, vertrocknetes, schwarzes Exemplar, das so aussah, als wäre es unter schrecklichen Qualen gestorben. Diese Meerjungfrau will er auf den Fidschi-Inseln gefunden haben. Tausende Besucher besuchten sein American Museum nur, um diese Fidschi-Meerjungfrau zu sehen. Am Ende entpuppt sich das Ganze übrigens als ausgeklügelter Schwindel. Die angebliche Meerjungfrau war nicht viel mehr als der abgetrennte Körper eines Affen und der Rumpf eines Fisches. Was man P.D. Barnum zugutehalten muss, ist, dass er nicht nur ein Zirkuspionier schlechthin war, sondern auch ein absolutes Marketinggenie. Das fing schon mal damit an, dass wirklich jede einzelne seiner Ausstellungsstücke ein eigenes Plakat bekam, um möglichst viele Menschen neugierig zu machen. Zudem machte er auch aus jeder Situation ein gutes PR-Ereignis. Beispielsweise heuerte er nach dem Tod von Joyce Heth einen Arzt an, welcher eine öffentliche Autopsie an Joyce durchführen sollte. Für nur 50 Cent konnte man sich anschauen, wie die angebliche Amme von George Washington aufgeschnitten wurde. Als der Arzt dann feststellte, dass die Frau höchstens 80 Jahre alt sein konnte, nutzte dies Barnum ebenfalls sofort aus und behauptete, dass das ja die falsche Frau sei und die echte, die macht gerade eine Europatournee. Wochenlang wurde debattiert, ob das Ganze nur ein Fake war oder nicht, und P.D. Barnum hatte sein Ziel der Aufmerksamkeit erreicht. Wie ihr schon merkt, sein Umgang mit den Darstellern war bei weitem nicht so gut wie im Film dargestellt. Ein großer Teil seiner Show bestand aus dunkelhäutigen Menschen und Sklaven, welche allein auf rechtlichen Wegen einfacher zu halten waren. Technisch gesehen gelten seine Darsteller als befreite Sklaven, obwohl sie in Wirklichkeit immer noch wie solche behandelt und in Knechtschaft gehalten wurden. Für P.T. Barnum waren diese Menschen nicht viel mehr als Ausstellungsstücke. Eine Schar an dunkelhäutigen Sklaven ließ er zum Beispiel absichtlich ungepflegt aussehen, um sie als wilde Männer aus Borneo bewerben zu können. Teils beschäftigte er auch von Sklavenjägern entführte Kinder, wie die siamesischen Zwillinge Millie und Christine McCoy und die beiden Brüder Willie und George Muse. Da bei den beiden letzteren übrigens die Namen nicht zum Aussehen passten, nannte er sie einfach um. Er nannte sie kurzerhand Echo und Ico. Sie wurden von ihm unter anderem als schafsköpfige Kannibalen aus Ecuador oder als Botschafter vom Mars beworben. Ähnlich ging es auch William Henry Johnson. Als Kind entwickelte sich sein Kopf nicht richtig, sodass dieser eher spitz zulief. Er litt an sogenannter Mikrozephalie. Sein Aussehen machte ihn für Agenten ziemlich attraktiv und seine Eltern erklärten sich bereit, ihn für etwas Geld in den Zirkus zu verkaufen. Später wurde er dann von P.T. Barnum entdeckt, welcher ihm sofort ein neues Aussehen und eine neue Identität gab. Er nannte ihn Zip the Pinhead oder What is it? Angeblich sei Zip ein Teil eines afrikanischen Stammes, wo alle diese Gesichtsform hatten. Er würde sich sehr unzivilisiert ernähren und würde nur rohes Fleisch, Nüsse und Früchte essen, könne aber auch lernen, Brot und Kuchen zu essen. Während seiner Show war Zip in einem Käfig gefangen, in welchem er an den Gitterstäben rütteln und kreischen sollte. Das Reden wurde ihm von Barnum ausdrücklich untersagt. Er sollte sich schlichtweg wie ein Wilder benehmen, um somit die Zuschauer zu belustigen. Man merkt also, es war nichts Ungewöhnliches für Phineas Taylor, sich neue Geschichten zu seinen Ausstellungsstücken auszudenken. So unter anderem auch bei Charles Stratton.
Dieser litt unter vermindertem Wachstum und war mit 4 Jahren gerade einmal 62 cm groß. Barnum bekam von seinen Eltern die Erlaubnis, ihn für den Zirkus zu nutzen und brachte ihm im Laufe dessen mit gerade einmal 4 Jahren das Singen und Tanzen bei. Damit man ihm nicht nachsagen konnte, dass er Kinder für sich arbeiten ließ, korrigierte er einfach das Alter von Stratton ein klein wenig nach oben und nannte ihn fortan General Tom Thumb. Auch bei den tscherkessischen Schönheiten vergriff sich P.T. Barnum an der Wahrheit. Der Anthropologe Johann Friedrich Blumenbach veröffentlichte Ende des 18. Jahrhunderts das Buch On the Natural Variety of Mankind, in welchem er die Menschheit in 5 Rassen einteilte. Weiß, Gelb, Braun, Schwarz und Rot. Dabei beschrieb er die kaukasische Rasse, also die Weiße, als ursprünglichste und reinste aller Rassen. Und von dieser kaukasischen Rasse waren die tscherkessischen Frauen die schönsten Vertreterinnen. Die Tscherkessen sind übrigens eine ethnische Gruppe aus dem Gebiet des heutigen Russlandes. Barnum wollte nun 1864 2 solcher tscherkessischen Schönheiten aus einer Gefangenschaft in der Türkei kaufen. Allerdings scheiterte sein Agent bei diesem Versuch und Barnum musste sich anders zu helfen wissen. Er suchte nun Mädchen, welche nach viktorianischen Standards so schön aussahen, dass sie als Tscherkessierinnen durchgingen. Ein Beispiel dafür war Saluma Agra oder auch der Stern des Ostens. Und auch hier wurde ihr Name geändert, man weiß nicht, welcher ihr richtiger Name war. Ihr könnt jetzt auch hier schon ihr beeindruckendes Auftreten sehen. Exotische Kleider, auffälliger Schmuck und natürlich auch das große, volle Haar. Doch das hat nichts mehr mit den eigentlichen tscherkessischen Schönheiten zu tun. Die könnt ihr jetzt nämlich auf der rechten Seite sehen. Barnum hat mit seiner Neuinterpretation das gesamte Bild dieser Frauen in Amerika geprägt. Er hat das Bild einer ethischen Gruppe und insbesondere ihrer Frauen verzerrt. Einfach nur, weil es ihm bessere PR gab. Es gibt noch viele, viele andere Fälle, in denen Phineas Taylor Barnum die Menschen belogen, betrogen und angeschwindelt hat, nur um noch mehr Aufmerksamkeit zu erhaschen. Beispielsweise inszenierte er bei Josephine Clofullia, der bärtigen Frau, einen Rechtsstreit, in welchem bezweifelt wurde, ob sie wirklich eine Frau sei. Hier erneut nur, um noch mehr Aufmerksamkeit auf seine Show zu lenken. Doch wirklich alle Fälle aufzuzählen, würde schlichtweg zu lange dauern. Ich denke, der eigentliche Punkt ist rübergekommen. In The Greatest Showman wird P.T. Barnum als toleranter, gutherziger Mensch dargestellt. Nichts davon war er. Er war Rassist, Sklaventreiber und hatte mehr mit Pippi Langstrumpf und Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, zu tun, als mit der von Hugh Jackman gespielten Rolle. Er hat das Erbe einer ethischen Gruppe verzehrt, die Opfer eines der ersten richtigen Genozide geworden waren. Er hat den Rassismus der Menschen noch weiter befeuert, indem er seine dunkelhäutigen Darsteller als unzivilisiert darstellte und als Wilde, obwohl sie dies eigentlich gar nicht waren. Er hat sich zwar ab 1881 politisch gegen Punkte wie den Alkoholismus oder für die Sklavenbefreiung eingesetzt, aber im Kontrast zu den Verhältnissen in seinen Ausstellungen wirkte das doch etwas heuchlerisch. Doch sollte man diese geschichtlichen Ungenauigkeiten dem Film vorwerfen? Zum einen, ja, in dem Film wird eine Menge Whitewashing betrieben, da, wie beschrieben, ein Großteil seiner ausgestellten, dunkelhäutigen Sklaven waren. Das Erbe von P.T. Barnum wird hier beschönigt, was dieser Mensch bei weitem nicht verdient hat. Ja, er war der Pionier des Zirkuses, aber darf man ihm deswegen alles verzeihen? Ich denke nicht. Zum anderen ist der Film immer noch ein alleinstehendes künstlerisches Werk. Die Musik und das Schauspiel sind hervorragend und werden von den höchsten Tönen gelobt. Der Film zeigt, wie es hätte besser sein sollen und gibt uns Werte mit auf den Weg, die manche von uns noch in der heutigen Zeit mehr als nötig haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, ich bin wieder da. In ein paar Tagen wird hier ein kleines Infovideo online kommen, wo ich erkläre, was passiert ist und wie es mit dem Kanal weitergehen wird. Und ja, es wird weitergehen. Falls euch allerdings dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mir das gefehlt hat. Ciao, ciao.